1978 kam der originale Halloween in die Kinos. Und jetzt führt der 11. Teil des Franchises die Geschehnisse 40 Jahre später fort. Dabei ignoriert er alle anderen Fortsetzungen des Franchises und ist somit eigentlich ein zweiter Teil zum Original. Und erzählt die vermeintlich letzte Begegnung zwischen Mike Myers und Laurie Strode. Zunächst sei gesagt, wer Angst hat, dass Halloween nicht mehr mit aktuellen und modernen Horrorfilmen mithalten kann, der sei beruhigt. Die Morde, die hier vorkommen, sind verdammt brutal und zahlreich und die Schock- und Gruselmomente sind ebenso schockierend und effektiv. Wie es sich für eine Fortsetzung dieser Art gehört, zitiert der neue Halloween natürlich das Original mit vielen Details und Fans werden hier sehr viel wiederfinden. Anerkennung wird allerdings auch anderen Klassikern des Slasher-Genres gezollt, wie zum Beispiel Psycho und Texas Chainsaw Massacre. Zwischendurch gibt es auch den ein oder anderen Comic Relief und großen Lacher, bedingt durch den ein oder anderen mal mehr, mal weniger intendiert dummen Spruch. Ihr werdet also nicht nur die ganze Zeit Angst und Panik haben. Man hat versucht, sich an Ästhetik und Inszenierung des Originals zu orientieren. Man merkt aber doch deutlich, dass es sich hierbei um eine sehr viel teurere Produktion handelt. Es gibt sehr viel mehr Schauspieler unter anderem. Aber das Ganze spiegelt sich nicht unbedingt in der Kameraführung wider, die für meinen Geschmack stellenweise etwas zu eng war, zu nah dran war und einfach nicht so stilistisch war, wie jetzt zum Beispiel ein Blade Runner. Aber das sind natürlich Sachen, die man gar nicht vergleichen kann. Die Musik hält sich über den Film eigentlich eher im Hintergrund, bis natürlich auf das Thema, das auch aus dem Original bekannt ist, das häufig vorkommt und natürlich dann immer sehr stark im Vordergrund steht und auch die ordentliche Stimmung verbreitet. Da ich nicht zu viel von dem Plot wegnehmen möchte und natürlich könnte ich jetzt euch noch einiges an Details erzählen, die im Film drin sind, aber ich möchte euch natürlich nicht spoilern, deswegen komme ich jetzt schon zum Fazit und kann sagen, Halloween ist ein absolut unterhaltender Film, sehr unterhaltsam, es ist spannend da, wo er spannend sein muss, er hat seine Humormomente und man hat zwischendurch auch ordentlich Bammel. Es ist kein Torture-Porn, wie jetzt ein Saw zum Beispiel wäre, es bleibt den Slasher-Traditionen treu, mit Final Girls, wie es sich gehört, und den Teenagern, die umgebracht werden, weil sie Sex haben. So viel sei gesagt. Und wer den ersten Halloween gesehen hat, der wird auch an diesem neuen Halloween absolut Spaß haben. Das kann ich euch versprechen. Wer die Klassiker jetzt noch einmal nachholen möchte, der findet unten in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link für Amazon. Dann kriegen wir auch ein bisschen Geld von eurer Bestellung und ihr müsst nicht mehr bezahlen. Ihr kennt das Prinzip. Also drauf loskaufen. Oder so. Jetzt sind wir schon angekommen in der Endcard und ihr könnt jetzt noch anklicken. Die 5 Filme für Halloween, die ihr jetzt wahrscheinlich noch dringend braucht und die wir euch letzte Woche vorgestellt haben. Und ein Video zu Starlink. Battle of Atlas heißt es, glaube ich. For Atlas. Battle for Atlas. Siehst du, ich habe wieder gut recherchiert, wie es sich gehört.